Hallo, 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 weiter geht's mit dem Server 30-Tagebuch. Intus, eine Flasche Rotwein und noch ein bisschen mehr. Es geht so langsam bergab. Von daher nehmen wir es auf. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Ich nuschle auch ein bisschen, wenn es tut mir leid, ich kann es gerade nicht abstellen. Ich habe halt so viel Intus, dass ich nicht so aufhören kann zu nuscheln. Von daher, es läuft auf jeden Fall und es geht voran. Und wenn ihr euch jetzt hier irgendwie denkt, ich hab auch gesoffen, ich bin voll breit, Alter. Bitte macht kein Shakespeare-Fidget oder spielt es, weil das ist unglaublich scheiße, denn 90% davon kann nur scheiße sein. Ich stehe mit 1500 Pilzen fast und nehme jetzt ein Tagebuch auf, wo ich halb voll bin. Das ist keine gute Idee, nachher habe ich nur zwei Pilze. Das ist halt ein bisschen blöd, da sollte man ein bisschen aufpassen, aber ich nehme mal ein Schlückchen, Moment. Ein Genuss, ein Genuss. Oh. Hau das die Biene weg, Alter. Gut, Rotwein haut nicht die Biene weg, aber ist einfach nur geil. Ich mag Rotwein, jetzt sagen alle Last Pussy Mode, nein. Ein guter Rotwein ist ziemlich gut. Ich hab 640 Rang, bin ich, ne? Obwohl für Gold nichts ausgegeben, Junge, gespart bis zum geht nicht mehr. Denn ich will ein bisschen blättern. Ich hab grad Zeit, deswegen blättern wir ein bisschen. Es hat noch eine Stunde Zeit. Alu ist durch. Bin Rang 641, scheißegal, die können mich angreifen, so wie viel wie sie wollen. Denn, wichtig und Tipp erstmal, das mit Tipp war eine Verarsche, damit du es überhaupt liest. Zweitens, hallo Lars, du bist echt nice und könntest du ein Let's Play vielleicht von Brickforce machen, wäre echt Babbo, denn du bist ja Babbo einfach nice. Habe ich schon mal gemacht, ein paar Parts. Brickforce ist scheiße und langweilig und kotzt mich aber nur an, die ganze Scheiße. Nein, Brickforce ist einfach pay to win und für Leute, die keine Eier haben, es gefällt mir einfach nicht. Kannst voll knicken, das Ding. Nee, geh mal weg mit Brickforce. Ist wohl ganz lustig und so, aber wenn es ein Pay-to-Win-Spiel ist, kannst du voll in die Tonne rotzen. Irgendwelche Leute, die zu blöd sind, ihre Maus zu halten, die, keine Ahnung, die mit ihren Beinen spielen und mit ihrem Penis auf den Tisch klatschen, während sie dabei zocken sind, können einen eher killen wie Leute, beziehungsweise wenn sie Geld ausgeben, wie Leute, die einfach nur ultimativen Pro-Gamer waren, in Counter-Strike oder so, weil Brickforce einfach nicht mit Skill zu tun hat, einfach nur wer am meisten Geld ausgibt und so, welche Spiele finde ich scheiße. Pay-to-Win ist Rotz. Nee, sowas will ich nicht mehr spielen. Tut mir leid für alle, die Brickforce mögen, ist ein lustiges Spiel. Wenn man gegen Gleichgesinnte spielt, ist es geil, aber wenn man gegen Leute spielt, die einfach nur 1000 Euro reinstecken, hast du keine Chance, ob du jetzt der beste Pro-Gamer EU, World oder in Universum bist, aber ist einfach nur scheiße. Das gefällt mir nicht. Vielleicht wurde es bislang gepatcht, so war es bei mir. Ich kann nur das sagen, was ich gesehen habe. Vielleicht wurde es gepatcht. Wenn ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und durchdrehen, ist mir auch egal. So, Server 30, Tagebuch. Ja, Lars, gestern kam nicht, Weihnachten und so. Frohe Weihnachten nochmal an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es ist Weihnachten. Frohe Weihnachten von daher. Und wir haben ein bisschen Gold. Ich würde sagen, ich blätter kurz etwas. Aber nicht viel. Nein, erstmal nicht viel. Wir können ja morgen noch ein bisschen blättern. Ist ja wieder Gold-Event. Ein bisschen blätter ich jetzt. Aber nur ein bisschen. Hier sind schon mal richtig geile Handschuhe, die ich mir eigentlich gönnen würde. Die gönne ich mir. Oder? Natürlich gönne ich mir die. Was ist das für eine Frage? Die gönne ich mir. Kollege, die gönne ich mir sofort. So, blätter mal ein bisschen. So ein bisschen mal Whistle Whistle. Vielleicht bekommen wir ein paar brauchbare Epics. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Und können den ganzen Scheiß in die Tonne rotzen und einfach nur gegenkoten. Ist mir auch egal. So ein bisschen können wir blättern. Ein bisschen. Ein bisschen können wir blättern. Ich bin noch mal gespannt. Was bekommen wir jetzt? Blättern ist so schön. Und lohnt sich meistens nicht. Diese Pilzverschwendung. Lars ist doch dabei. Hau die Pilze raus. Epix kommt doch nicht. Denn Lars hat's dicke Sitzen. Meine Fresse, die Epics lassen wir wieder auf sich warten. Epic, Epic. Epic, Epic. Oh, Entschuldigung. Epic, Epic. Epic. Alter Schwede, warum kommt hier nichts? Tränke, wie lange halten die noch? 14.01., 23.01., 27.12., das ist nicht mehr lange. Oh, ich bin noch nebenbei dabei, auf Server 2 UK ein paar bisschen Alu zu spielen. Müsst ihr mir verzeihen, Server 2 UK jetzt auch noch gerade hier am Start, wegen Alu. Ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen hau ich noch ein bisschen Alu raus hier. Die ist cool hier, aber den Rest spiele ich später. Weißt du, damit wir es nicht im Server 30 Tagebuch haben. So, Server 30, wollen wir Blätter mischen? Tränke halten noch lange genug, ich kaufe mir keine Goldverschwendung zurzeit. Ich einfach nur eine Goldverschwendung. Das Gute ist, wir sind noch nicht in dem Bereich, wo es Schriftrollen gibt, denn es ist einfach nur Abfuck mit diesen verfluchten, dreckigen Schriftrollen. Denn sie tauchen einfach. Oh, 130. Boah, das ist ein Update. Wow. Die tauchen halt die ganze Zeit auf und nerven einfach nur, wie gesagt. Die nerven nicht, sondern blockieren halt die Epics. Und das ist halt einfach nur Abfuck. Also kann man im Zauberland, wenn viele Schriftrollen unterwegs sind, einfach fast gar keine Epics mehr bekommen. Ist einfach nur scheiße. So, hier auch für Pilze, von daher gönne ich mir das nicht. Wenn ich einen für nie keine Pilze sehe, schlage ich zu, sonst nicht. Aber nur, ich schlage nur einmal zu. Ne? Bei Trank des ewigen Lebens natürlich. So, blätter noch kurz weiter. Ich werde jetzt nur ein bisschen blättern, den Rest für morgen aufbewahren und morgen ein bisschen weiter blättern.
Aber wir sind so weit im Rang runtergefallen, dass ich kein Gold verliere, wenn ich angegriffen werde. Von daher läuft es auf jeden Fall. Oh, da ist einer für 3000. Den gönne ich mir. Für keine Pilze. Das lohnt sich auf jeden Fall. Noch kurz weiter hier im Waffenladen. Was haben wir denn hier? Gib mir jetzt ein Epic, verdammte Scheiße nochmal. Gib mir ein Epic, damit ich ein bisschen vorankomme. So 1, 2, 3 Epics. Erstmal gönnen, beziehungsweise kaufen und dann ein paar Dungeons machen. Und dann weiterschauen. So läuft's auf jeden Fall. Alter, es dauert doch immer, ne? Ich klicke und es passiert nichts. Es passiert nichts. Bestimmt überblätter ich jedes Mal einmal und verliere die ganzen wunderbaren Epics, die ich schon gesehen habe. Ich sehe hier keine Epics. Ich sehe hier keine Epics. Wo sind denn die Epics? Okay. 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 Ja. Oh. Wunderbar. Alle Attribute. Yay. Alle Attribute. 3D-Brille des Farbenblindens. Juhu. Juhu, alle Attribute. Es ist so toll. Alle Attribute. Freut mich doch. Ich habe nicht so viel alle Attribute-Epics. Ich will noch mehr alle Attribute-Epics haben. Verdammte Scheiße. Geh weg mit dem Rotz. Ich habe keinen Bock mehr auf alle Attribute-Epics. Ich habe das schon so viel mit dem Magier. Und ich habe keinen Bock mehr. Und es kommt keine Epics. Alter Schwede. Es ist Epic-Event. Siehst du dieses Ding hier? Da steht Epics dran. Also gib mir welche. Eieiei. Ja, dankeschön. Dankeschön, Player Games. Du bist lustig. Ich weiß nicht. Es geht auch nicht voran hier. Ich drücke dreimal und es passiert nichts. So, wir blättern noch 10, 20 Pilze, wenn ich da nichts. Alter Schwede, es geht. Es passiert auch nichts bei Blättern. Haben sie schon wieder so eingestellt, dass einfach nur. Alter. Es kommt nichts. Plus, ich muss 10 mal draufdrücken für einmal weiterschauen. Also wenn ich gerade Webcam an hätte, würdet ihr sehen, wie ich mit dem Kopf schüttel. Ich bin total gut drauf, ich habe voll viel Intos, Mann. Und ich find's gerade total scheiße, sowas. Was ist das denn schon wieder? Weißt du, da krieg ich schon wieder Abfuck. Da krieg ich schon wieder so einen Hals und raste völlig aus. Ich hätte den Epic hier bekommen, ne? Vernünftig, dann raste ich völlig aus. Dann werd ich durchdrehen. Es kommt nichts. Also wie es aussieht, müssen wir es auch morgen verschieben. Entschuldigung, aber es kommt gerade nichts. Ich geh jetzt noch auf 20 Pilze. Noch zweimal. Ne Leute, sorry, aber es lasse ich erstmal so sitzen, ne? Ich mache noch kurz hier ein, zweimal. Zwei, dreimal so. Hier, ein, zwei und noch einmal. Und kommt auch nichts. Okay, wir haben jetzt ein Epic bekommen hier. War gut, aber ich. Tut mir leid, ich tue es mir gerade nicht an. Ich habe viel Gold. Werde ich erstmal auch bewahren. Da werde ich über Nacht nicht verlieren, weil ich so weit unten im Rang bin. Ich bin Rang 639. Dann läuft es auf jeden Fall. Arena-Kampf werde ich jetzt nicht machen, damit ich nicht wieder hochgehe. Das ist einfach nur scheiße, mal ohne Scheiß. 91,12% Sammelalbum. Sehr schön. Guckt das bitte mal an. Habt ihr es gerade gesehen? Ich habe so oft geblättert, wieder nichts bekommen. Es kotzt einfach nur an. Mir kommt so langsam vor, als Playgames es so einstellt, den ersten Tag oder die ersten beiden Tage beim Epic-Event, wie jetzt zum Beispiel, schrauben sie die Wahrscheinlichkeit von Epics so weit runter, dass so viele Leute so viele Pilze ausgeben. Es kann doch nicht sein, dass sie so oft blättern und keine Epics bekommen. Also ich lasse es erstmal, wer morgen, also ihr könnt euch bei Playgames bedanken oder was ich, oder bei meinem Pech oder Glück, wie auch immer. Ja, Weihnachten, ne, da kommen so viele Epics. Ja, scheißegal, Mann, keine Epics bekommen. Ich werde jetzt ein paar Dungeons noch machen, ein paar Tryen. Wer kommt denn erst? Der Drache oder der Gremlin? Ich glaube, der Gremlin war letztes Mal falsch und erst der Drache ist dran. Wurde mir irgendwie geflüstert. 154er ist nämlich der Kollege hier. Und der war Stufe 144. Ist doch richtig, der Gremlin noch erst. Und der Kollege ist 100... Ach, der ist 138. Okay, da war der Fehler. Da war der Kollege namens Fehler. Ja, Entschuldigung. Ja gut, wir haben jetzt einen Epic neu, haben gar nicht geskillt, so gut wie, haben das ganze Gold noch intus oder am Start hier. Und können jetzt quasi nicht so gut hier losrocken. Ach komm, ey, komm. Deswegen ist es gerade nicht ganz so schlau, den Dungeon zu machen. Ich gehe noch auf 1300 Pilze, dann lasse ich das auch mal sein. Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür, wenn ich keine Epics bekomme. Dann bringt es mir nichts. Ich blätter jetzt nicht 500 Mal für ein Epic, das ergibt keinen Sinn. Von daher lasse ich das auch erstmal so stehen. Ja, ich dachte eigentlich, wir rocken jetzt richtig los, aber Playgames hat mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil im Waffenladen nichts auftaucht. Ich blätter jetzt noch einmal. Es kommt nichts. Ihr seht es. Es kommt nichts. Und es gibt keinen Sinn, jetzt weiter zu blättern. Es kommt einfach nichts. Ich habe kein Glück oder ist irgendwie scheiße. Die Kombination hier. Ich habe einen Epic bekommen. Zauberland nach 3, 4 Mal blättern. Jetzt kommt hier gar nichts mehr. Nach 20, 30, 40 Mal blättern. Von daher, scheißegal. Lass es erstmal so stehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe mal, dass wir morgen ein bisschen mehr Glück haben. Das Event geht wieder 3 Tage. Von daher haben wir noch Zeit, ein paar Epics zu erblättern. Werden wir auch machen. Wir haben genug Gold. Und werden in Dungeon auf jeden Fall auch vorankommen. Das war es soweit vom Server 30 Tagebuch für heute. Wer das Ganze gefallen hat, denkt dran zu bewerten, kommentieren, weiterzuleiten. Und über 100 Likes freue ich mich natürlich. Bis zum nächsten Mal, haust rein und tschüss, denn wir sind wie immer alle ziemlich nice. Tschüss.